der Rednerin Susanne Winter, Umweltsprecherin FPÖ. Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, werte Kollegen und Kolleginnen. Lieber Kollege Höfinger, ich muss dir da vollkommen recht geben. Dieses Gejeiere um die zu teuren Lebensmittel, das ist einfach nicht richtig auch. Ja? Weil wenn man zurückschaut, vor knapp 20 bis 25 Jahren haben die Menschen noch knapp 30% ihres Einkommens für wertvolle Lebensmittel ausgegeben. Heutzutage sind es knapp einmal 3 bis 5%. Also da sollte man wirklich einiges ändern. Im Zusammenhang jetzt, lieber Leo Steinbichler, du weißt, ich schätze dich, ich schätze deine Anträge und ich schätze, du bekommst ein Lob von mir und ich schätze deine Arbeit im Umweltausschuss und im Ausschuss für im Landwirtschaftsausschuss. Aber eines muss ich mich schon fragen. Ja? Ich denke, wir sollten doch eigentlich schon gewohnt sein, dass der Herr Minister Fragen grundsätzlich sehr kurz und peppig beantwortet. Und ich denke, dass diese Anfragebeantwortung eigentlich vollkommen in Ordnung war. Es zeigt darauf hin, dass Kommerzialisierung der Natur in Österreich von den höchsten Stellen nicht gewünscht, nicht gewollt und auch nicht in keiner Weise unterstützt wird. Dennoch, ich bin auch absoluter Meinung eben, dass Kommerzialisierung der Natur in den Non-Profit-Bereich gehört und was die Amerikaner da aufführen, das ist wirklich eigentlich grauenhaft, muss man ehrlich sagen. Und was mich aber wirklich interessieren würde, wäre, weil sie schlagen ja ungefähr 4 bis 5 Milliarden Dollar daraus, Kapital, ob dies zweckgebunden ist, dann hätte es ja auch noch einen Sinn oder wie, auf welche Weise und Art und Weise es eigentlich verwendet wird. Ja? Etwas hat mich dann ein wenig zum Überlegen gebracht und die Antwort auf die Frage 4, wo es darum geht, ob dieses US-amerikanische Modell auf europäischer Ebene besprochen wurde oder nicht. Da kam die Antwort vom Herrn Minister, nicht konkret besprochen. Nicht konkret besprochen, es gibt auch kein bisschen schwanger. Entweder hat man darüber gesprochen oder hat nicht gesprochen und was ist dabei herausgekommen. Und zur Frage 5, diesen Green Investment und TTIP, ja, dass man da kurz und bündig nur auf den Minister Mitterlehner verweist, das ist etwas eigen und ist etwas zu hinterfragen. Es kann aber auch ganz einfach damit begründet sein, dass wenn wir diese drei Handelsabkommen CETA, TTIP und TISA betrachten, dass diesbezüglich eine tatsächliche große Geheimhaltung in Brüssel auch stattfindet. Ja? Wenn man sich diesbezüglich informiert und versucht zu informieren, dann weiß man, dass es da nur gewisse Stunden gibt, wo Abgeordnete und nur handverlesene Abgeordnete überhaupt Einsicht nehmen dürfen in diese Papiere, dass Handys, Fotoapparate und Ähnliches vorher abgelegt werden müssen, damit man ja nicht kontrollieren kann und ja nicht nach außen bringen kann, was tatsächlich in diesen Abkommen drinnen steht. Wobei CETA ist ohne die schon ausverhandelt mit EU und Kanada. TTIP ist derzeit noch in Arbeit auf höchster Geheimstufe. Und ich glaube, für mich ist TTIP irgend sowas wie ein Blankoscheck, mit der sich die Länder eigentlich den Global Players ausliefern, den Global Players der Industrie ausliefern. Und was man dagegen machen kann, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird wohl so kommen. Und TISA ist das Nächste. Das ist eigentlich eine große Gefahr für die Landwirtschaft, für die Umwelt und für Österreich als solches bedeutet. Da gibt es ja derzeit Verhandlungen zwischen der EU, USA und 21 Staaten. Da geht es über die Liberalisierung der Märkte. Das betrifft dann in unserem Fall auch das Wasser. Das betrifft die Bildung, das betrifft die Energie. Also ja, ich verstehe, dass hier große Ressortiments entstehen und dass man auch sehr viel negativ dagegen versucht zu agieren. Es ist eine einfache Verschleierung und Geheimhaltung und das kann, glaube ich, nicht allzu viel Gutes bedeuten. Ein Nein des Ministers zu Palmölaktien, das finde ich gut und finde ich, beziehungsweise der Hinweis darauf, ja, dass man hier sehr wohl abwägen muss um die Ernährungssicherheit im eigenen Land und wie es um die Ernährung und beziehungsweise des Ausraubens des Landes besteht, in der diese Rodungen stattfinden. Nur zu diesem Palmölantrag möchte ich noch etwas sagen, wenn man schon für die Autarkie, und ich glaube, dafür stehen auch Sie, Herr Minister, für die Lebensmittelautarkie in Österreich ist, dann ist es irgendwie schwer nachzuvollziehen, warum unser Antrag bezüglich Investitionsförderung für die Umrüstung auf oder den Neukauf von Traktoren mit Pflanzen
Fossilölantrieb damals im Jahre 2014 abgelehnt worden ist. Im Rahmen des Bauernsterbens und den Bauern ist dadurch ein großer Schaden entstanden. Mit diesem, wo der sogenannte Agrardiesel abgeschaffen worden ist, hätte man die Bauern ganz sehr gut damit unterstützen können. Und jetzt noch im Nachhinein und als Abschlusssatz, anlässlich der Nahrungsmittelkrise 2008 hat Ban Ki-moon einen sehr einschneidenden Satz geprägt und ich denke, den sollte man all unseren Spekulanten mit auf den Weg geben. Ist schon mein letzter Satz. Und zwar, nichts ist so unwürdig wie Hunger, besonders wenn er durch die Merkmale, durch den Menschen verursacht worden ist. Und ich glaube, das ist ein Satz, den wir nicht uns, aber den entsprechenden Finanzmärkten hinter die Ohren schreiben sollten. Danke. Sagt die Umweltsprecherin der FPÖ Susanne Winter, die Kommerzialisierung der Natur gehöre in den Non-Profit-Bereich. Kapital aus der Natur zu schlagen, lehne sie ab.